So. Da sind wir wieder. Barclays Premier League. Stoke City versus Northampton. Und wie das letztes Mal schon angesprochen, können die Northampton mit einem Sieg gegen Stoke City auf Platz 9 springen, glaube ich. Also in die obere Tabellenhälfte rein. Stoke war, glaube ich, auch letzte Saison in Liga 2, also ein Gegner, den man schlagen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, also ich möchte mich da nicht ins Feuer fliegen. Stoke ist außerdem 17. Also Punkte, die man einfach holen muss aus Northamptoner Sicht jetzt. Mal schauen, was es wird. Eigentlich müsste Northampton heute ja sowieso gewinnen, denn sie spielen auswärts. Und auswärts hatten waren es in der Liga bisher 2 Spiele, 2 Siege. Daheim waren es 3 Spiele, 3 Niederlagen. Klar, das hat natürlich nichts damit zu tun, wie die Saison weiter verläuft. Ansonsten hätte Northampton genauso viele Siege wie Niederlagen am Ende. Das wird nicht passieren, aber vielleicht hat Northampton eine gewisse Auswärtsstärke. Und Loni hat einen gewissen Zug zum Tor, den er jetzt mal auslebt. Wird gelegt und da bin ich mir nicht sicher, ob man da nicht hätte auf den Punkt zeigen können. Man hat es gesehen, Loni hat noch irgendwie den Ball in den Schuss verwandeln können, aber auch nur gerade so im Fall. Jetzt wird er schon wieder gehalten. Ich glaube, das ist an der Grenze. Das ist an der Grenze des Erlaubten tatsächlich. Jedro. Pausa. Oh, der Pass kommt an. Unglaublich. Das war das Tackling von Garda, aber danke schön, Spiel. Buttland, das Hinterland. Haha, Hintern, Butt, naja, egal. Ist nicht so wichtig. Immerhin finden heute nicht die 10 Northamptoner Anfangskackminuten statt. Ein total kurzer und einprägsamer Name, den ich mir selbst ausgedacht habe. Aber natürlich, sie werden hier nicht kampflos gewinnen, das ist auch ganz klar. Egal ob Platz 1 oder 17 oder 20, es wird hier immer Gegenwehr geben. Ermatten, Loni. Wird geschickt, ist auch schnell genug, um den Ball zu bekommen. Der bekommt den Ball auch. Flanke könnte reinkommen, Flanke kommt rein, Eckball. Getreten in alter Tradition von Jedro. Kommt gut rein, Tosa ist da! Jedro kann es einfach, ich weiß nicht warum. Aber Jedros Flanken, die ziehen einfach durch, zack und rein. Und bitte nochmal. Der war gut. Tosa ist aber auch ziemlich alleine und wuchtet den rein. Die Auswärtsprophezeiung scheint sich also zu erfüllen. Es wäre schön, wenn Northampton auswärts immer gewinnt. Ja? Gegen ausnahmslos alle und daheim auch das Ruder ein bisschen rumreißt. Und die Saison beendet mit 2 Niederlagen. Naja, okay, ist nicht so realistisch tatsächlich. Habt ihr recht. Man darf aber auch noch träumen. Sollte man hoffentlich. Bitte. Danke. Und Tor. Robert Huth, das ist sehr interessant. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, wir haben schon mal gegen Stoke in irgendeinem Pokal gespielt. Deswegen ist mir Robert Huth nicht ganz neu. Hooper, Hooper, Elfmeter. Umgesetzt. Die Pfiffe, aber nicht so recht. Die Heimfans müssen sich hier nicht beschweren. Das war ein ganz, ganz klares Foul. Können wir es bitte nochmal sehen? Ja. Einfach nur umgelegt. Bombs, danke. Es war knapp, aber es war drin. Und da schreit da ein Zonzi erstmal in die Fresse. Ja, wuchtig oben rein. Schwer zu halten für den Keeper. Sehr, sehr schwer. Also wirklich nur, wenn er weiß, genau da geht der Ball hin. Stoke City. Und wir können heute wieder Opfer einer... Oder, nee, nicht Opfer. Opfer ist das falsche Wort. Opfer wird heute Stoke. Zeuge einer sportlichen Vergewaltigung oder zumindest etwas in dieser Preisklasse werden. Denn 2-0 nach 20 Minuten ist halt dann schon mal, musst du auch erstmal mitarbeiten können, Deegan. Northampton hat heute aber auch Ballglück, wenn man ehrlich ist. Dieser Pass sah sehr interessant aus. Und interessant steht in diesem Fall für schwul. Wie auch immer ein Pass schwul aussehen kann, aber ich weiß es nicht. Tosa, Einwurf, Northampton. Schnell ausführen, naja, okay, warum denn nicht? Anjor. Ton ist vielleicht immer so komisch, aber es hört sich einfach cool an. Anjor. Aggressive. Teneriffa. Oder so ähnlich. Loni, bitte. Loni, danke. Loni, los. Anjor. Anjor, weißt du, Anjor hört sich scheiße an. Anjor. Was ist das?
Dann lieber mit Betonung. Es hat so Art auf diesen leicht iberischen Touch. Tolles Wort, ich weiß. Jetzt was denn? Was willst du denn? Könntest du mich bitte zum Essen einladen, spiel, bevor du mich fixst? Fände ich sehr nett. So. Deegan. Also es läuft heute mal wieder. Vielleicht ist es wirklich Kopfsache, wenn man so denkt, ja, so nicht auswärts bisher immer gewonnen, ja, dann wird es heute kein Problem. Dann spielt man auch lockerer, freier, beziehungsweise befreiter auf und kann mehr in die Richtung machen. Anjor, danke. Hooper. Hooper, schade. Keeper gibt sich keine Blößen nach diesem Foul zum Elfmeter. Möchte er hier natürlich sich nicht noch weitere Böcke leisten. Und bei sowas passt man dann auch extra auf. Da möchte man dann 110% geben. Ob es klappt, ist natürlich immer die andere Frage. Hier scheint es aber zu funktionieren. Erstmal Mayuka, Jet Ro. Das war die Grätsche, dankeschön. Hooper. Oh, danke. Danke, danke. Sehr, sehr schön. Das war eine Sahneschnitte, die wir gesehen haben. Und Loni. Der hat wieder ordentlich Tempo drauf. Ja, leck mir am Sack. Oder auch nicht, Jedro. Boah, Jedro, was machst denn du? Da hat Jedro die Chance, ein Tor zu machen. Wir sehen genau, was passiert mal wieder. Jetzt muss man schauen, wie knapp ging der denn oder wie weit ging der denn wirklich vorbei. X, genau. Okay, kriegt ihr den Ball? So, direkt den direkt zu nehmen ist schwer. Also, dass der ein bisschen vom Tor weggeht. Okay, ich nehme es ihm jetzt nicht übel, bin ich ganz ehrlich. Trotzdem 1-0-2 steht zu Buche und Stoke kann sich, wenn es hier so weitergeht und sie sich nicht endlich mal ordentlich wehren, auf eine Abreibung zweiten Grades gefasst machen. Oder vorbereiten, je nachdem. Deegan, Jedro, Hooper. Sieht, dass Loni geht und schickt ihn, da leider ist Schotten. Auch dank seiner, dank seines Körperbaus. Dank seines stabilen Körperbaus befähigt. Oder ist es ihm möglich, halt Loni so gut abzuschirmen? Und da ist Loni auch direkt. Ja, wollt ihr direkt versuchen? Oh, Hilfe, wollt ihr direkt versuchen? Ohne Erfolg, aber erstmal an Jor. Nächster Versuch. Zum Eckball. Für den Linksfuß nicht die optimale Position. Naja, und wer sonst außer M. Jedro tritt den Ball rein? Loni, okay, den hatte Butland diesmal. Es kann auch nicht immer funktionieren. Aber Jedros Eckballverwandlungsquote ist halt dann doch ungewöhnlich hoch. So ehrlich muss ich sein. Ja, wenn man ein Ding rein soll, dann lass Jedro die Ecke machen. Es ist einfach so. Anjor. Anjor. Es könnte ein Titel werden. A-N-O-R-R-R-R-R-R. Ne? Anjor. Schön in Grätsche hat gesessen. Widows und Deegan ab nach vorne. Es könnte jetzt schnell gehen. Na, nee. Pass schlecht gespielt. Hooper. Schickt Hooper. Schön, der könnte durchkommen. Wird aber wieder abgeblockt. Da ist die Abwehr ganz groß drin scheinbar. Deegan. Halbzeit. Und Northampton scheint wieder Hulk-Kräfte zu entfesseln. Ja, es wird not be tolerated. Egal, was ihr gemacht habt, ihr Schweine. Wahrscheinlich Randale oder so. Mojo, auch mal wieder seit etwas längerer Zeit dabei. Okay. Wird den, hat der ein Tor gemacht? Hooper? Ich weiß es gar nicht. Wird auf jeden Fall Hooper hier ersetzen. Und Loni gibt sich erstmal die Ehre. Oder hat es zumindest erstmal versucht. Will aber auch direkt nachsetzen. Ganz, ganz wichtig. Hier nicht einfach sagen, oh, Ball verloren. Pff, ich gehe wieder. Weißt du, ich hab Kaffeepause. Verpisst euch. Ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt mich nicht zum Arbeiten zwingen. So ungefähr. Aber das hat er nicht gemacht. Und das war auch gut in dieser Situation. Das war eher schlecht, Edu. Es war von Northampton schlecht und von Edu war es dann auch schlecht. Es war schlecht in allen Belangen, diese Situation. Collins. Aufpassen, Deegan. Schön, Mojo. Loni könnte geschickt werden und er kommt an den Ball. Loni, komm, oh, das ist nicht wahr. Das war schon die dritte Situation in dieser ganzen Aufnahme, diesen drei Spielen, die ich bisher hatte. Warum? Solche ganz komischen Bälle, Loni irgendwie nach dem Tor, alle rennen sich über den Haufen und keiner macht ihn rein am Ende. Beziehungsweise der Keeper bekommt ihn. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Tosa, jetzt aufpassen, gute Grätsche. Gut abgeblockt.
Tozer. Das ist jetzt natürlich, das war viel zu früh. Das ist jetzt natürlich interessant zu sehen, ob Mojo ein heftiger Mutterficker ist. Mojo! Deegan! Wow, also das war super gemacht. Hat es auf sich selbst geköpft praktisch. Also Kopfball, den Ball selber zurückerobert. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mojo, Einwurf. Wechsel, der uns nicht interessiert. Okay. Ja, netter Versuch davon, ich glaube, Tozer an den Ball zu kommen, ohne Erfolg. Machuca, Gomez ist aber da. Verteidigung steht. Und Gomez über die Flügel. Ach, schade. Also nach dem 0-2 scheint Stokes sich wirklich zusammengerissen zu haben, zumindest ein Stück weit. Emerton geht und Morris kommt rein, genau. Ja, langsam kenne ich meine Nummern doch auswendig, nach 4 Saisons. Willst du mal endlich laufen? Ja, gut, selber schuld. Wer nicht läuft und den Laufweg nicht bestreiten, das ist komisch, aber wenn den Laufweg nicht gehen will, muss ich nicht wundern, wenn der Ball dann verloren geht. Gomez. Ah, Einwurf. Und Morris spielt oder wirft erstmal auf Loni. Oh, wow, 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 wow. Das ist man von Loni überhaupt nicht gewohnt. So eine schwache Aktion. Mojo jetzt aber. Mojo wird gelegt. Ja gut, er stolpert über den Gegenspieler. Das ist auch irgendwo seine eigene Schuld. Loni! Bombs! Ein Fehler! Gravierenden Ausmaßes, wie auch im letzten Spiel. Oder im vorletzten? Irgendwo. Hier spielen sie zurück, dann spielen sie vor, dann irgendwas. Loni bombs ihn einfach rein. Das war eigentlich ein Tackling. Und ich kann von Glück sagen, dass der überhaupt reinging, weil ich habe doch ziemlich lange B gedrückt und. Aber gut. Deegan. Ja, da wird jetzt gepfiffen und ich glaube, da wird Stoke ausgepfiffen. Und bei einem 0-3 nach 70 Minuten, ja, okay, kann man machen. Eckball. Wechsel, ein Sonsi, ja, sehr interessant. Mhm, wollte ich sehen, ja klar. Hicks und Shia tritt rein. Jetzt, wenn Stokes überhaupt noch irgendwas will, sollten sie jetzt, und zwar genau jetzt, ein Tor schießen. Machen sie nicht, also wird das wohl nichts werden. Kurz gerollt, Morris. Schön gemacht. Ach. Loni, bitte, Mojo. Der macht heute ein Spiel, das ist ja der Wahnsinn. Mojo. Anjor. Da kommt erstmal nicht ran. Schade, aber Loni, zweiter Versuch. Tackling sitzt. Irgendwer, Ball, Deegan. Vor, Mojo, abseits. Kein Abseits. Oder wenn, dann nicht gepfiffen auf jeden Fall. Grätsche, gut. Also die Grätschen von der Fenton sitzen in letzter Zeit so unglaublich. Das muss ich jetzt mal positiv anmerken. Bei all dem Gemeckere und all der Warnung, dass es schwer wird. Dass es öfter auf die Fresse geben wird. Aber das war super gemacht. Und diese Grätschen generell sehr, sehr schön. Mojo. Na komm, einer geht noch, Junge. Kein Eckball, weil der Peters wird klären, ja. Morris. Die kriegen den Ball einfach nicht raus. Erinnert mich unschön an... War das Peters, Bro? Irgendwer war es auf jeden Fall. Der den Ball auch nicht rausbekommen und dann stand es auf einmal 5-0. Wo ich mich so ewig drüber aufgeregt habe. War aber noch Saison 3 irgendwann, ziemlich am Ende. Mlappa geht, Mlappa kommt, Edu geht. Das 0-4 ist möglich. 0-4 wäre sogar verdient bei der Leistung von Stoke, bei dem Engagement. Da Kopfball, super. Bei dem Engagement von Northampton. Es wäre absolut verdient. Ob es fällt oder nicht, werden wir ja gleich sehen. So, Looney lauert auf den Ball. Ohne Erfolg erstmal. Widows, nur diesmal wird auch ein Kopfballduell draus. Das ist fies, wenn kein Gegner zum Ball geht und du denkst, hey, Kopfballduell, dann ist der Ball halt weg. Ist halt scheiße. Collins, super. Pfiffe gegen die eigene Mannschaft. Einerseits sehr scheiße, andererseits aber verständlich. Ei, ja, ein bisschen zu viel oder zu weit gelaufen. Mojo, ne? Also Leute, jetzt pfeift man nicht so weit, es ist laut und es geht mir auf die Ohren. Muss ich erstmal nicht haben. Gomez. Mojo. Na, Gomez. Könnte jetzt noch was werden. Mojo kriegt erstmal den Ball. Mojo zum ersten. Loni versucht's. Ich würde ja sagen, die Abwehr passt gut auf. Das habe ich beim 2-0 schon gesagt. Und dann kam dieses 3-0, wo ich nicht verstehe, wie es passieren konnte.
Also ich verstehe es schon, aber ich will es einfach nicht glauben, dass sie so einen riesen Bock da draus machen. Tosa, bitte, danke, weg. Und Mojo nochmal. Ja, oder auch nicht. Höchstens der Keeper macht nochmal einen Fehler und danach könnte es jetzt genau aussehen, Loni. Oh, Loni, Mojo. Schön. Und Morris ist eine Gurke. Die Fans reagieren inzwischen nicht mehr. Dings ist nicht mehr drin, dann wird Loni auch die Ecke mal treten, ausnahmsweise. Weit rein, weit hinter Gary Deegan. Versuch 2, Widows nie. Könnte nochmal eine Flanke schlagen? Nein, kann er nicht. Da ist es vorbei. 3-0, Kantersieg für Northampton. Also die wirklich unteren Plätze scheint man gut im Griff zu haben. Und sobald es höher geht, wird es immer kritisch. Sehen wir nochmal Jedro, Ekball, Tosa, Bombs rein. Unter die Latte, unhaltbar. 9,6 für Loni. Verdient, muss ich sagen. Und Stuttgart wartet. Keine Torvorlage, egal. Stuttgart wartet. Uiuiui. Es ist Zeit für Deutschland. Platz 1 der Euroleague-Gruppe von Northampton. Mein Name ist Loni und wir sehen uns das nächste Mal. Hahaha, wieder. Hat Stuttgart nicht, genau, die haben noch ein schwarzes Drittrikot. Kann man auch machen. So, mein Name ist Loni, wir sehen uns dann. Ciao.